Hallöchen zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige, und wir sind in einem ganz gemütlichen kleinen Tal oder Winkel, wie auch immer. Und uns fehlt Lehm. Das ist aber allerhand nicht so schön. Aber wir haben gleich wieder 150. Zack, so schnell geht das. Oh, Mensch. Ja, mittlerweile mit unseren ganzen Lehmgruben oder so sind wir hier sehr schön versorgt. Dann kümmert ihr euch auch erstmal hier um das eine oder andere. Ich darf nur nicht vergessen, dass die Herrschaften da sind. Ah, nee, ich muss mit Dovbar sprechen. Ja, machen wir später. Machen wir später, wir gucken uns erstmal um. Laufen wir erstmal weiter hier rum. Das kennen wir ja alles noch nicht, das Gebiet. Ich möchte das ja unbedingt erkunden. Insofern, ja. Fertig! Oh, ein Sägewerker. Dann bauen wir auch mal hier eine Alchemistenhütte hin. Wenn wir schon so kleckern, so klotzen, dann aber auch richtig. Unsere Plätze sehen auch noch ganz gut aus. Wir haben noch genügend Leute. Eisenschacht. Steinbruch. Mal wieder. Eieiei, wenn wir das alles einnehmen. Ich glaube, das sollte eins unserer Hauptziele sein, alles einzunehmen. Was wir an Geschichten einnehmen können. Was wir bebauen können. Oh, schon wieder ein Siedlungsplatz. Oh, super. Und eine Festung. Sehr gut. Ja, Soldaten werden wir ja wahrscheinlich nicht ganz so viele brauchen. Na, mal gucken, werden wir wahrscheinlich schon irgendwie brauchen. Ja, es gibt zu wenig Betten. Ich schubse dich nur mal so weg, mein Freund. Du kannst mich mal. So, wir brauchen wieder 100 Leben. Das ist doch nicht wahr. Wo sind unsere Arbeiter hier? Los, arbeiten. Los, schneller. Kann doch nicht so ewig dauern. Jungens hier. Jungs und Mädels. Wie kommen wir denn jetzt hier hin? Das gibt's doch nicht. Hallöchen? So gut ich kann. Wo komme ich denn überhaupt dran? Wie ihr wollt. Hier, da oben muss ich hin. So. Du. Du brauchst ein Wohnhaus. Problem. Und du brauchst auch Wohnhaus. Und wir haben schon wieder nicht 100 Leben. Ach, meine Güte. Schneller. Schneller arbeiten. Ich will unsere Rohstoffe zum Fenster rauswerfen. Also, wir haben schon ganz gut Minen. Ne? Also, schon einiges da. Dario läuft hier weiter. Fertig, schon wieder, ne? Das sind schon wieder welche fertig. Unglaublich. Wir sammeln erstmal fleißig Steuern. Beziehungsweise, wir können jetzt eigentlich erstmal oder auch nicht, denn wir haben noch nichts erforscht, was irgendwie mit Bildung zu tun hat. Das ist ja ein bisschen traurig. Hier sind schon wieder Steinbruch und Eisenmine. Es ist unglaublich. Gibt's hier überhaupt nichts? Gibt's überhaupt nichts, ne? Das ist so echt erstaunlich irgendwie. Ja, mein Lord. Die Karte ist auch irgendwie ziemlich groß. Gut. Bis wir das alles eingenommen haben, das kann ja echt dauern. Ja. Gut. Na egal. Nehmen wir das hier so als ein, zwei Folgen, so ein bisschen gemütliches zwischendrin. Und es wird sogar Winter. Winter kommt. Mensch. Können wir jetzt sogar irgendwo übers Eis klettern. Das ist natürlich noch schöner. Und schon wieder ein Dorfzentrum hier. Die ganzen Dorfzentren oder beziehungsweise Siedlungsplätze sind natürlich echt schön. Und schon wieder ein Lehmschacht. Keinen Platz zum Nächtigen. Lauf mal hier runter, Dario. So, du hast getan, was wir wollten. Dann suchen wir mal den nächsten Ort für eine Mine. Achso, du bist ja ganz hier oben im Norden, ne? Dann ist ja die nächste Mine gar nicht so weit weg. Beziehungsweise erstmal Siedlungsplatz. Kein Problem. Und du bist auch nicht so weit weg. Was stellen wir mit dir an? Du hast doch bestimmt Lust noch auf eine weitere Lehmgrube. Haben wir denn noch eine Lehmgrube hier dann hier? Nee, haben wir hier gar nicht. Dann machst du erstmal mit dem Steinbruch hier weiter. Na gut, geht ja auch. Kann man ja auch machen. Dario ist angekommen, hier hat sich auch nichts großartig ergeben. Okay. Zahltag, sehr schön. Da ist dann auch die nächste Lehmgrube, die wir dann wieder brauchen. Und wo sind unsere drei Herrschaften, die am Holzfällen sind? Die sind hier. Davon nehmen wir einen. Den schicken wir zum Bauernhof. Bauern, irgendwie, oder so.
Wir haben keinen Platz für den Bauernhof? Das kann es ja wohl nie sein. Das finde ich ja unverschämt. Ja, dann müssen sie noch ein bisschen weiter holzen. Und wir bauen erstmal ein Wohnhaus. Damit wir zumindest eins von beiden haben. So, hier, was ist das denn für einer? Hier, guck mal. Den nehmen wir gleich mal mit. Wenn wir schon da sind. Hallöchen. Falls ihr die Harmonie und des Friedens überdrüssig seid, so wendet euch vertrauensvoll an mich. Gegen einen kleinen Obolus hetzt sich die Bewohner dieses Landstrichs gegen euch auf. Wow. Du bist aber cool. Hehehe. Das werden wir auf jeden Fall machen, Freundchen. Irgendwann. Jetzt noch nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, noch nicht ganz so viele Truppen, dass wir uns das erlauben können. Aber wir haben zumindest 5000 Taler. Und der Frieden ist im Land des Vergangenheit. Okay. Da sollten wir uns dann gut darauf vorbereiten. Nicht, dass wir an dieser Mission dann noch scheitern wegen so einem Klinkerlitzchen. Ja, da sollte ich mich dann vielleicht doch ganz gut drauf vorbereiten. Also, heißt es, eine Kirche bauen. Eine Kapelle, besser gesagt. Ja gut, bauen wir sie jetzt dahin. Ist jetzt auch nicht so wichtig. So, Legierung erforschen. Und wir holen uns noch ein paar Leibeigene. Ich hole mir einfach jetzt ganz viele. So lange, bis wir fast keine Taler mehr haben. Oder so lange, bis wir keine Taler mehr haben. Ist noch besser. Ihr habt nicht genug Taler. So. Und ihr Herrschaften geht jetzt erstmal irgendwo in die Walachei Bäume fällen. 100 Leibeigene. Sauber. Haben wir eine gute Menge, würde ich sagen. Zu wenig Betten in eurem Reich. So, du hast nichts zu tun. Dann brauchen wir hier die nächste Lehmgrube. Du hast auch nichts zu tun, dann brauchen wir hier einen neuen Bauernhof. So, du hast auch nichts zu tun, dann brauchen wir auch einen neuen Bauernhof. Den kriegen wir immer noch nicht irgendwo hin. Ja, es ist natürlich ärgerlich, dass wir hier... Obwohl, da kriegen wir ja gleich ein bisschen Platz. Da schicke ich ein paar Leute hin, dann kriegen wir da schon ein bisschen Platz. Kriegen wir schon hin. So, Dario läuft weiter. Also, da will uns tatsächlich jemand Krieg machen für ein paar Talerchens. Dann werden wir uns da mal umhören, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also, hier wird die Kapelle gleich gebaut. Das sehen wir ja schon. Hier oben wird Lehm gehackt. Okay, hier kann auch Lehm mitgehackt werden. Legierung, da muss ich ja gleich ausbauen, sobald Legierung fertig erforscht ist. 90%. Da ist jetzt gleich mal fertig hier. Kann auch nicht so ewig so dauern. Es kann doch nicht so ewig dauern. So, sind wir fertig. Dann Handelswesen. Und ihr, was machen wir mit euch? Stellen wir mit euch an. Jo, guck mal. Ein bisschen Holz fällen könnt ihr noch. Ihr könnt jetzt auch Holz fällen. So, da kommen immer noch Leute raus. Oh, es ist ja gut was los. Ah, hier ist noch so ein Minenplatz. Fertig, Meister. Das heißt, wir müssen irgendwann unsere ganze Geschichte hier zupflastern mit allem drum und dran eigentlich. Steht hier eigentlich jemand? Nee, hier steht niemand, ne? Hier sind nur so ein paar mickrige andere Geschichten, sag ich mal. Sonst ist hier nicht viel. Okay. Ein Priester tritt in unsere Dienste. Okay. So. Du bist auch fertig. Dann bauen wir hier noch. Du baust hier mal. Ihr seid die Letzten eurer Klasse sozusagen. Ihr dürft... Ach Junge, hier sind auch nochmal so viel Kramsgeschichten. So. Platz zum Nächtigen. Ja. Mal sehen, wann sie den kriegen. Den kriegen sie noch irgendwann. Keine Ahnung. Wir sind noch gut versorgt. Lehmschacht schon wieder. Nur Lehmschächte, das ist unglaublich. Nein, also wir haben auch genug andere Schächte, aber wir werden das jetzt alles ausschlachten. Ich werde jetzt mal zeigen, wie das funktioniert, ne? So grob zumindest. Damit können wir gelehrte Ingenieure und Priester und hier Bauer und Bergmänner ein bisschen, ich sag mal, zufriedener machen. Die sollen erstmal arbeiten hier mit ihrem Eisen. So, weil nämlich unsere ganzen Bauern und Bergmänner, die werden jetzt, oder vor allem die Bergmänner, die werden gut arbeiten. Wie ihr wollt. Und, Ja, mein Lord.
Ja, da werden wir schon ein bisschen Spaß haben, glaube ich. Hehehe. So, dann bauen wir, holen wir uns nochmal hier 20 Leibeigene raus. Und wir müssen dann auch irgendwo hier noch den das Dorfzentrum besetzen. So, du bist auch fertig. Dann kannst du hier die nächste Mine bauen und du kannst hier ein Wohnhaus bauen. Und dann sind wir schon so langsam weiter auf, wieder auf dem Vormarsch. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, ja, ist ja schon klar. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Echt? Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Nein? Nein, denn es ist Zahltag, ja, genau. So gut ich kann. So, Dari läuft hier, weil wir sehen schon, wie Holz in die Höhe schießt. Das ist, ja, doch recht. So gut ich kann. Ordentlich. Ist doch einiges an Holz, was wir da zusammenkriegen jetzt. Und wenn der Zeittag hier, der Zeittag zeigt schon, dass die Motivation so ein bisschen den Bach runtergeht, sag ich mal. Aber das ist alles, ja, ist alles minimal. Minimal. So, hier hinten ist unsere Geschichte, wo jetzt immer noch nur 3 Leute, habe ich da nicht einen ganzen Haufen hingeschickt? Anscheinend nicht. Anscheinend sind das nur die 3. Kein Problem. Na gut, da wird sich schon noch was ergeben. Oh, Dario wittert Feinde. Oh. Wie ihr wollt. Was ist das denn? Wie ihr wollt. Eine Schwefelgrube bauen die hier? Helden. Wer treibt sich denn hier rum? In Ordnung. Ein Held hier sind schon in großer Gefahr. Einige Siedler. Natürliche Feinde. Platz zum Nächtigen. Oh. Oh, nicht so geil. Fertig, Meister. Das wusste ich nicht. In Ordnung. Das wusste ich nicht. Da gibt es hier tatsächlich schon richtige Feinde. Ja, dann müssen wir uns hier schon mal so ein bisschen, da so ein bisschen Truppen erforschen, würde ich sagen. Ja, lasst mich mal in Ruhe. Husch nach Hause. Tschüss. Verzieht euch. Was soll das denn? Die sind da, was? Finde ich nicht so toll jetzt. Finde ich jetzt ziemlich ungeil eigentlich. So, und du baust gleich das Wohnhaus dazu, das passende. Dann haben wir das schon geschafft. Damit, die sind ja immer noch hinter Dario, ja. So, jetzt bleib mal hier. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Einer eurer Sägewerker ist traurig. Oh, verdammt. Zu hoch sind. Ja, ich muss natürlich die Kirche auch mal anschließen, anschmeißen. Kling. Und jetzt sind sie wieder 103%. Das ist jetzt erstmal ganz schön. Du hast ein Wohnhaus gebaut. Ich glaube, wir brauchen noch eins. Sind die immer noch hier? Ja. Angriff. Ah, die wollen jetzt tatsächlich sich hier rumtreiben. Okay, wir bauen mal eine Kaserne. Ne. Dann lass es. Wir werden jetzt ein paar Leute brauchen. Und zwar einige. So, ihr habt irgendwas geschafft. Okay. Die haben schon das ganze Eisen abgebaut. Ja, ist gut. Dann macht mal hier weiter. Und du darfst dann dich um. Wir haben einen Arbeiter attackiert. Was? Fertig. Das finde ich aber sehr unschön. Dario, du musst hier runter. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr gegen unsere Armee aus Speerträgern sagen werdet, die gleich kommt. So gut ich kann. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt Hauptsache nicht auf unsere arbeitende Bevölkerung, sag ich mal. Auf unsere kämpfende Bevölkerung. Kann ich jetzt Feierabend machen? Baut mehr Bauernhöfe. Nee, gehen sie nicht. Gibt's ja gar nicht. Wo kommen die denn jetzt her hier? In Ordnung. Feinde haben einen Held attackiert. Hinfort mit euch. Es regnet. So. Fertig. So, auf sie da! Angriff! Es Angriff! Wenig Betten in eurem Reich. So, jetzt bin ich mal gespannt, dass wir die. Wir müssen die ja irgendwie jetzt mal schnell hier ausnehmen. Ansonsten schaffen wir nicht so wahnsinnig viel. Steuern und Sold werden gezahlt. Hey, das wird aber sehr lustig. Ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Ja, ich weiß, ich habe gerade andere Probleme. Yeah. Hier gibt's
Verdammt. Abgebaut. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Okay. Feinde greifen euch an. Wir müssen nachbordern. Nachbordern. Wo lauft ihr denn schon wieder rum? Ach, Leute. Ja. Die Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. So, macht sie alle irgendwie platt. Irgendwie. Ist nicht wichtig wie, Hauptsache wir machen sie platt. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Ist schon wieder einer gestorben. Baut mehr Bauernhöfe, um alle Siedler versorgen. Haha, aber es sind neue Leute gekommen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen, ich mach das schon. Die Erforschung einer neuen Technologie. Ihr sollt etwas näher ran, Freunde. Oh, Dario ist gleich tot. Ah, Dario ist tot. So, Hauptsache die da drin werden nicht attackiert. Das fände ich nämlich sehr unschön. Ah, jetzt ziehen sie sich zurück, oder wie? Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir kümmern uns darum. Ha, gibt's ja nicht. Jetzt hauen sie ab, oder was ist los? Na, wartet, Freundjens. Wir machen euch sowas von kalt. Das könnt ihr aber glauben. Priestern etwas mehr Zeit. Ah, wir brauchen mehr Zeit. Okay, dann geben wir den Priestern mal mehr Zeit. Ah, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir was Neues hier uns beordern. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene. So, du auf jeden Fall hier und du auf jeden Fall hier und du. Ja, weiß ich nicht, was ich mit dir anstelle. Geh mal hier hin. Und du daneben. Okay. Wird gemacht. Feinde greifen euch an. So, jetzt passt mal auf, Freunde. Jetzt werden wir mal voll über euch herfallen. Wir haben alles abgebaut. Wir schauen mal, wie wir das machen. Oh, Junge, Junge, das sind aber ganz schön viele. Das sind aber echt schon wieder ganz schön viele. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn so. Ihr mich kitzelt? Ich sehe nichts. Halt, euer den Wunsch hier können wir brauchen. Wie ihr wünscht. Den können wir auch. Oh, halt, Seid du hier. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Und ich mach das schon. Der, jawohl. Den brauchen wir auch. Jetzt der muss neue zeigen, Leute holen. Ihr werdet angegriffen. Du hier sowieso. Junge, 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 Junge. Die wollen aber echt richtig uns an die Wäsche. Die, aber der da unten, der ist, die Trupps hier, die kämpfen ziemlich gut. Die kriegen fast keine Verluste. Das finde ich sehr nett. So, da können wir auch noch mal schnell ein paar Leute dazu holen. Und wir können auch noch mal schnell so ein Dorfzentrum hier ausbauen. Wenn ich denn schnell mal eins finde. Einige Siedler haben keinen Platz. Du bist fertig. Bauernhöfe, was mache ich denn mit euch? Wird erledigt. So. Also die haben wir erstmal alle jetzt hier geschafft. Kein Platz mehr für weitere Siedler. Ja, ich weiß Bescheid. Wir haben keinen Platz mehr für weitere Siedler. Ihr werdet angegriffen. Schon wieder. Mensch. Dann drauf da. Dann drauf da. Wir müssen nur mal kurz gucken, dass wir irgendwo ein bisschen Platz kriegen. Nämlich zum Beispiel irgendein Wohnhaus ausbauen oder so ähnlich. Oder irgendein Dorfzentrum noch einnehmen, was wir noch nicht eingenommen haben. Wo ist denn noch eins? Irgendwo war hier doch noch eins, oder? Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Na, was soll's. Wir nehmen erstmal den Lehmschacht hier ein. Und bauen das hier auf. Aus, meine ich, nicht auf. Ausbauen. Sofort. So. Was ist denn da los? Seid unbesorgt. Wo wollen die denn hin? Na, kommt mal kurz zurück. Wir werden da gleich reinstürmen. Keine Angst. Keine Angst, wir erledigen das. Allerdings diese Folge nicht mehr, ne? Das muss ich ja dazu sagen, denn die Folge ist gleich rum. Ich bin hier irgendwie, also eigentlich ist die Mission schon ein bisschen traurig, weil ich hier eigentlich recht entspannt so ran, dass ich denke, naja, was kann schon groß passieren. Kann eigentlich nicht viel passieren. Und da kommen aber doch schon wieder ganz schön viele Truppen. Junge, Junge, da kommt schon was. Also es ist nicht ohne, was die hier an den Tag legen.
Das ist schon recht ordentlich. So, zurück in die Schlacht, Freunde. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, zurück in die Schlacht, auf in die Schlacht. Ah, Dario ist gleich wieder tot. Verzieh dich mal kurz, lieber Dario. Für Ruhm und Ehre. So. Meine Jungs und ich heute Abend frei. Ah, die wollen uns hier echt richtig an die Wäsche. Das finde ich echt nicht so toll. Es gibt nicht genug zu essen. Die haben ganz schön viele Truppen. Wo haben die alle hergeholt? Ah, egal. Da werde ich jetzt auch so langsam mal ein paar Schwertkämpfer wahrscheinlich holen müssen. Okay, und vor allem erstmal die Folge beenden. Wir werden uns beim nächsten Mal um diese komische Plage dieser roten Ratten kümmern. Und die mal ein wenig ausräuchern. Ja, das machen wir nächste Folge. Und heute war's das erstmal. Macht es gut. Ciao. Thank you.